Hören Sie zu, General, ich hab nachgedacht. Haben Sie sich verletzt? Soll ich einen Arzt rufen? Und außerdem, was ist, wenn die Briten uns wieder durch Kanada angreifen? Ich meine, was ist, wenn Kanada eine Gefahr wird? Sorry, General. Tut mir leid. Haben Sie gerade eine Minute? Nein, nein, nein. Mir tut es leid. Wie kann ich Ihnen helfen? Sorry. Oh, sorry. Kein Problem, Sir. Sehen Sie, ich hatte diesen verrückten Gedanken. Ich meine, was ist, wenn die Vereinigten Staaten uns angreifen? Sorry. Wir brauchen einen Invasionsplan. Kommt schon, ihr widerwärtigen Maden. Glaubt ihr, die Kanadier zeigen euch Mitleid? Nein, das sind alles blutrünstige Monster. Hier ist der Plan. Ich nenne ihn den Verteidigungsplan Nummer 1. Er ist verzweifelt, lebensgefährlich und fantastisch. Ganz ehrlich, ich liebe ihn. Ganz gut gemacht. Aber wir haben beschlossen, friedlich mit der USA zu verhandeln. Also, naja, kann dieser Plan auch gleich in den Schredder und wir werden darüber nie wieder reden. Sorry. Sorry. Der Plan ist vorbereitet, die Soldaten trainiert und die Waffen abschussbereit. Wir nennen es Kriegsplan Rot. Oh, verdammt, du hast es ja wirklich getan. Ich meine, ja, natürlich. Oh Mann, Bro, natürlich gute Arbeit von dir, aber ich glaube nicht, dass wir das noch brauchen. Bro, warum nicht? Kennst du diesen Typen namens Hitball?